Prinz Harry packt aus, öffnet seine Seele und das Königshaus, das steht kurz vor dem Kollaps. Vor wenigen Minuten hat Prinz Harry dem US-Fernsehen ein Interview gegeben. Die wichtigsten Aussagen, die zeigen wir hier gleich live. Aber das ist noch nicht alles, denn die Ereignisse überschlagen sich seit der Nacht. Denn in der Nacht kam Harrys Doku heraus und darin spricht der Prinz offen über Therapie, Alkohol und Drogen und natürlich auch über den Tod seiner Mutter Diana. Und es geht noch weiter, denn es kam ja auch heraus, dass Diana zu dem Skandalinterview, in dem sie offen über Eheprobleme spricht, gezwungen wurde. Und auch dazu äußern sich beide Prinzen. Und damit herzlich willkommen zu einer Sondersendung hier bei Bild Live. Und bei mir im Studio zu Gast sind unsere beiden Adelsexpertinnen Janina Kirsch, unsere Showchefin, und Lina Nickel, unsere Textchefin. Herzlich willkommen. Ich habe gerade gesagt, es ist einiges los, die Ereignisse überschlagen sich und man muss sich fragen, ist das jetzt der Todesstoß für die Monarchie? Was ist seit gestern, Lina, alles passiert? Die Ereignisse überschlagen sich im Königshaus. Wir kommen schon fast selber gar nicht mehr hinterher in der Redaktion. Gestern Nacht platzte die Bombe. Wir erinnern uns, das große Diana-Interview. Die Enthüllung, es ist alles getrickst worden. Ja, es ist ein riesiger Komplott gewesen, Diana dieses Jahrhundert-Interview zu quatschen. Dann die Prinzen William und Harry äußern sich dazu. Das Interview, die ganze Situation hat unsere Mutter in den Tod getrieben. Das hat man noch nicht gesehen. William ist vor die Kamera getreten. Dann heute Nacht eine Doku mit Harry im US-Fernsehen, Apple Plus, ja, wo er auspackt, seinen Seelenstriptease par excellence hinlegt, wie noch nie jemand sein Herz im Fernsehen geöffnet hat, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung da ist, Janina, aber ich war sprachlos, als ich es heute Nacht gesehen habe. Und dann heute setzt er sich in die größte Morningshow der USA, Good Morning America, und spricht darüber. Also es hat eine ganz, ganz neue Dimension an Seelenstriptease und Royal allem Schmutz, der öffentlich gewaschen wird. Dann muss man sagen, wir werden gleich über das auch sprechen und auch vor allem, was das für Konsequenzen haben könnte. Lass uns aber einmal gemeinsam reinschauen in das, was vor wenigen Minuten im US-Fernsehen gesagt wurde von Prinz Harry. Best that we can all do collectively is continue to talk and share stories that are so relatable to so many people around the world. Ja, das war vor wenigen Minuten in Good Morning America, in der größten Morningshow des Landes. Prinz Harry hat dort über seine Doku gesprochen, die er gemeinsam mit Oprah Winfrey herausgibt. Eine Doku, Lina und Janina, die ja so einiges sehr, sehr offen bespricht. Dort wird über Therapie, Alkohol, über Dianas Tod gesprochen. Und das alles ja jetzt vor einem besonderen Hintergrund. Denn ihr habt es gerade angesprochen, Janina, gestern kam heraus, Prinzessin Diana wurde dazu gezwungen, dieses sagenumwobene Interview 1995 der BBC zu geben. Sie wurde massiv unter Druck gesetzt. Sie wurde mit gefälschten Dokumenten unter Druck gesetzt. Und das ist ja auch etwas, was beide Prinzen, Prinz Harry und William, die aber ja auch immer noch recht getrennt durch einen Ozean und auch vielleicht durch einige andere Emotionalitäten sind, beide sehr tief betroffen gemacht hat. Natürlich, also beide sprechen von einem Welleneffekt. Und dieser Welleneffekt, um den noch mal zu erklären, ist der, dass in dem Moment, in dem Diana das Interview gegeben hat, weil sie halt dachte, sie wird ausspioniert, weil sie dachte, die Palastinsider reden mit den Medien, das hat Martin Bashir, der Journalist, ihr alles glaubwürdig versichert sozusagen und Unterlagen dafür gefälscht sogar. Deswegen hat sie das Interview gegeben und dieses Interview hatte die Folge, dass sie sich scheiden hat lassen müssen und damit auch ihren royalen Status verloren hat und im Prinzip zum Abschuss freigegeben war. Und die Anzahl der Paparazzi hat sich so vergrößert danach und wir wissen alle, wie Diana am Ende gestorben ist. Und das ist dieser Welleneffekt, von dem jetzt zum Beispiel auch Harry spricht in seiner Mitteilung, die er rausgegeben hat, nachdem gestern diese Erkenntnisse ans Licht gekommen sind. Und er sagt ganz klar, dass dieses ganze Verhalten, was da stattgefunden hat mit seiner Mutter, am Ende zu ihrem Tod geführt hat. Das hat er ganz klar so gesagt. Und auch wir haben es hier ja schon gesagt. Am Ende des Tages ist dieses Interview ein sehr elementarer Baustein gewesen, warum das Schicksal von Lady Diana am Ende so tragisch geendet ist. Und da sind sich ja auch beide Brüder einig. Auch William hat sich in der Nacht geäußert. Ja, zu diesem schockierenden Vorgang, dass das Interview mit seiner Mutter erzwungen wurde. Und das hat Prinz William dazu gesagt. Ich möchte Lord Dyson, seinem Team, für den Bericht danken. Die BBC erkennt diese Ergebnisse an und die Ergebnisse sind besonders besorgniserregend, denn Angestellte der BBC haben gelogen und gefälschte Dokumente verwendet, um dieses Interview mit meiner Mutter zu erhalten und haben falsche Angaben über die
königliche Familie und ihre Angestellten gemacht, die zu ihrer Paranoia beigetragen haben. Sie haben Inkompetenz bewiesen, als es Beschwerden über dieses Programm gab, und sie haben in der Medienberichterstattung versucht, sich vor ihrer Verantwortung zu drücken und haben die Ergebnisse geleugnet bzw. verdunkelt. Ich denke, dass die Art und Weise, wie dieses Interview zustande gekommen ist, massive Auswirkungen auf die Gesundheit meiner Mutter hatte. Sie hat außerdem dazu beigetragen, dass die Beziehung meiner Eltern sich verschlechtert hat und andere Folgen hatten. Es ist für uns unglaublich traurig, sehen zu müssen, wie die BBC und ihre Arbeitsweise zu ihrer Angst, zu ihrer Paranoia und ihrer Isolation beigetragen haben, an die ich mich aus ihren letzten Jahren erinnere. Was mich aber am traurigsten stimmt, ist, dass die BBC diese Beschwerden auch hätte richtig untersuchen lassen können, die damals schon 1995 ans Licht gekommen sind. Dann hätte meine Mutter gewusst, dass sie betrogen worden ist, dass sie nicht nur von einem Reporter, der die Regeln missachtet hat, hinters Licht geführt worden ist, sondern von der gesamten BBC im Stich gelassen wurde. Und meiner Meinung nach hat dieses gesamte Programm keine Legitimität und sollte als Interview nie wieder ausgestrahlt werden. Und es hat eine falsche Geschichtserzählung mit begonnen, die über ein Vierteljahrhundert lang von der BBC und anderen kommerzialisiert worden sind. Diese bestehende Geschichtsschreibung muss jetzt von der BBC und anderen, die über diese Ereignisse zu berichten vorhaben, bearbeitet werden. In einer Zeit der Fake News sind öffentlich-rechtliche Programme und die freie Presse wichtiger denn je zuvor. Und diese Fehlleistungen haben nicht nur dazu geführt, dass meine Familie und meine Mutter im Stich gelassen worden sind, sondern auch die Öffentlichkeit. Unsere Mutter hat dadurch ihr Leben verloren. Deutliche Worte von Prinz William. Wir wollen gleich auch noch sehen, was Prinz Harry dazu zu sagen hat. Das sind die News aus der Nacht. Es ist ein unglaublicher Vorgang, was sich gerade im Königshaus tut. Es könnte zum Kollaps führen des Königshauses. Bei mir im Studio Lena Nickel und Janina Kirsch. Wenn wir da jetzt Prinz William hören, so deutliche Worte. Er ist sonst sehr, sehr vorsichtig, muss man sagen, bei seiner Wortwahl. Er passt sehr auf, dass er nicht sofort Schuldzuweisungen gibt. Und eigentlich ist er für eine elegante und vorsichtige Wortwahl bekannt. Jetzt so deutliche Worte zur BBC, einen so großen Sender in Großbritannien, ein Traditionshaus, ja, ein Vorzeigehaus. Was geht in Prinz William vor? Was meint ihr? Also ich bin auch erstaunt gewesen, als ich das gehört habe, was er gesagt hat. Nicht, weil er nicht recht hat, sondern weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er so deutliche Worte findet. Und er tatsächlich ja auch anspricht, dass seine Mutter paranoid war. Das hat er eben gesagt. Also sie haben ihre Paranoia geschürt. Und so hat er sie am Ende erlebt. Und natürlich ist es für William auf der einen Seite ganz, ganz bitter und ganz, ganz traurig, dass das überhaupt passieren musste und dass seine Mutter deshalb auch vielleicht am Ende sogar gestorben ist. Diese Untersuchung ist einerseits eine sehr traurige Erkenntnis und auf der anderen Seite eine große Befreiung, denn wie William es eben selber gesagt hat, die Geschichte muss neu geschrieben werden. Alle, die dachten, Diana will mit ihrem Interview Menschen verletzen, die Monarchie attackieren, die hatten in gewisser Weise Unrecht. Und deswegen wirft das jetzt ein neues Licht auf Lady Diana und auf seine Mutter. Das heißt, das Interview hat, diese Untersuchung hat zwei Konsequenzen. Sehr bitter und trotzdem eine Befreiung. Wir schauen jetzt einmal, was Prinz Harry dazu gesagt hat, denn auch er hat sich sofort zu diesen neuen Erkenntnissen um das Skandalinterview mit seiner Mutter geäußert. Die Kultur der Ausbeutung und der unethischen Praktiken hat sie letztendlich das Leben gekostet. Also, Lena, auch ganz klar hier der Vorwurf. Hätte es dieses Interview nicht gegeben, wäre meine Mutter eventuell noch am Leben. Das hat sie das Leben gekostet, sagt Prinz Harry. Dass sich beide so deutlich äußern in ihrer Rolle als Prinzen von England, muss man wirklich als ganz besonders und historisch einordnen. Ich glaube, William hat auch sehr klar seine Position als künftiger König mit diesem Statement klargemacht. Und was auch sehr deutlich ist, beide haben getrennte Statements rausgegeben. Harry zumindest spricht einmal von unserer Mutter. Ja, aber hier wird auch das Zerwürfnis der Brüder super deutlich, was da heute Nacht aus Los Angeles nach England geschickt wurde und William, der vom Kensington Palace aufgetreten ist. Also ich glaube, das größte Trauma ihres Lebens.
ist in diesen beiden Statements zusammengefasst und macht das größte Drama ihres Lebens jetzt deutlich, nämlich dass der Tod der Mutter sie einst zusammengeschweißt hat, wie es passte kein Blatt zwischen die beiden. Und jetzt dieser Streit, der zwischen ihnen herrscht, hat sie total entzweit. Also ich glaube, wir sind hier am Scheideweg zweier Prinzen gerade. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir wollen jetzt genau dorthin schauen, wo die Palastmauern wackeln. Vor dem Buckingham Palace, dort steht unser Kollege Arndt Striegler. Arndt, wie ist die Stimmung jetzt gerade auf der Insel? Es sind so viele Ereignisse, die jetzt in diesen Momenten über das Königshaus hereinbrechen. Wie gehen die Engländer damit um? Nun, die Engländer sind schockiert, das muss man ganz eindeutig sagen. Gestern Abend ist die Panoramasendung hier ausgestrahlt worden. 20 Uhr, beste Sendezeit. Millionen haben zugeschaut. Und die Engländer, um das ganz auf den Punkt zu bringen, sind schockiert. Sie sind schockiert darüber, wie schoddelig in der BBC, bei der BBC gearbeitet wurde, wie viele falsche Dokumente Diana vorgezeigt wurden, um sie eben zu täuschen, um sie dazu zu überreden, eben dieses Interview zu geben. Und die Stimmung hier in Großbritannien ist, ich würde sagen, so wie das Wetter. Es regnet und die Leute sind wirklich down, dass so etwas passieren konnte. Das wird der BBC, dem Sender, wirklich übel genommen, muss man ganz eindeutig sagen. Und das Interessante dabei ist, dass Diana nun fast 25 Jahre ist es her, seitdem sie auf tragische Weise in Paris ums Leben gekommen ist. Das Thema ist aber nach wie vor hier ganz groß. Frontpage News ist überall hier in den Nachrichten. Und wir müssen einfach mal abwarten, ob der Palast jetzt offiziell noch reagieren wird. Wir hören zum Beispiel heute Nachmittag im Palast hier hinter mir, dass einige Angestellte mittlerweile vorbereiten, die wollen klagen. Sie haben damals als Folge dieses Interviews ihren Job verloren. Und jetzt kommt auf den Buckingham Palast, aber auch auf die BBC potenziell noch eine Menge, ich würde sagen, eine Menge, ein Rattenschwanz hinterher an Gerichtsklagen, Schadensersätze und. Also es geht wirklich hoch her hier heute im Buckingham-Palast. Deine Einschätzung, Arndt, wird sich die Queen irgendwann äußern, wenn man jetzt zusammenpasst, was im Leben der englischen Königin gerade alles passiert? Sie hat eben gerade ihren Ehemann verloren. Der Enkel spricht von Alkohol, von Therapie und von Drogen, ist in die USA gezogen. Und zu Diana kommen auch weitere Enthüllungen ans Tageslicht. Was meinst du, wie wird die Queen reagieren? Ich glaube, die Königin wird gar nicht darauf reagieren. Die wird natürlich hinter den Kulissen genau alles verfolgen. Aber das Motto der Königin und der Königsfamilie generell ist never complain, never explain. Übersetzt, niemals sich beschweren und niemals irgendwas erklären. Genauso wird das auch wieder hier passieren. Ich weiß aber aus dem Palast hier hinter mir, dass einige Leute sehr, sehr, sehr nervös sind, was da als nächstes, welche Breitseite als nächstes aus Kalifornien in Richtung Palast von Harry und Meghan geschossen werden könnte. Also in Großbritannien macht man sich bereit auf weitere Explosionen. Vielen herzlichen Dank an zu dir ins verregnete London. Gerne. Janina. Die Sorge ist nicht ganz unberechtigt, dass da noch mehr kommt und das nicht das Einzige war. Denn Angela Levin, die Autorin, die ein Buch über Harry geschrieben hat, ihn lange begleitet hat, hat es erst letzte Woche angekündigt im Radio und hat gesagt, passt mal auf, da kommt noch mehr. Und da wird noch mehr Schmutz über das Königshaus ausgepackt von Harry und Meghan. Angeblich sollen sie sogar schon an noch einer weiteren Dokumentation arbeiten. Also sie sind recht arbeitswütig drüben in Kalifornien. Bleiben wir einmal kurz in Großbritannien. Wir haben es gerade von unserem Korrespondenten gehört, Janina und Lina, die BBC. Die steht jetzt in Großbritannien im Kreuzfeuer. Denn solche Arbeitsmethoden hätten die meisten in Großbritannien von diesem Sender sicherlich nicht erwartet. Martin Bashir, derjenige, der das Interview vor 26 Jahren mit Lady Diana geführt hat, sieht aber keine Schuld bei sich. Auch er hat sich nämlich zu Wort gemeldet und das wollen wir jetzt uns einmal ansehen. Martin Bashir, BBC-Journalist, sagt, ich entschuldigte mich damals und ich tue es auch jetzt wieder, weil ich um die Fälschung von Kontoauszügen bat. Etwas, was ich zutiefst bedauere. Aber ich halte mich absolut an all die Beweise, die ich vor einem Vierteljahrhundert und vor kurzem wieder geschildert habe.
Ja, uneinsichtig bis zuletzt. Ja, es ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten, dieses Statement. Also diese offizielle Untersuchung hat ja nun eindeutig erwiesen, dass hier mit kriminellen Methoden vorgegangen wurde. Im Übrigen prüft Scotland Yard auch noch mal den ganzen Vorgang, ob das nicht auch strafrechtliche Konsequenzen jetzt tatsächlich haben wird, was ein Knaller wäre. Die BBC als Flaggschiff des britischen Journalismus, muss man ganz klar sagen, hat sich mit kriminellen Methoden durch ihren Mitarbeiter Martin Bashir den Scoop des Jahrtausends gesichert, nämlich das 1995er Panorama-Interview mit Diana, die Atombombe für das britische Königshaus. Und man muss es auch ganz deutlich sagen, für die Quote haben sie Diana quasi geopfert. Ja? Am Altar der Quote wurde Diana von der BBC geopfert. Und die Aufarbeitung, die da jetzt geleistet werden muss innerhalb der Institution BBC, wird noch Monate und Wochen dauern. Das ist ja auch keine richtige Entschuldigung. Was er da gesagt hat, ist keine richtige Entschuldigung. Das ist einfach nur arrogant. Und wisst ihr, was ich das Schlimmste daran finde? Dass Bashir auch noch versucht, Diana die Schuld in die Schuhe zu schieben an dem Ganzen. Denn es gab Berichte darüber, dass Bashir gesagt haben soll in der ganzen Untersuchung, dass er das ja alles nur aufgrund von Aussagen gefälscht hat, die ihm zugespielt wurden, unter anderem halt auch von Diana. Also sich so etwas zu trauen, ist arrogant und dreist. Und er hat ja sogar zum Beweis noch einen Brief von Diana vorgelegt, dass sie einverstanden ist und es ihre Idee war, dieses Interview zu machen. Und im Zuge dieser Untersuchung, die jetzt stattgefunden hat, mussten tatsächlich William und Harry noch Zeugnis geben, dass das wirklich die Handschrift ihrer Mutter ist. Also wie pervers, die Söhne noch in diese Untersuchung mit reinzuziehen, um seine Hände in Unschuld zu waschen. Ja, Linda Giannina, das Königshaus, das mag es sonst eigentlich gerne ruhig und beschaulich. Doch diese Zeiten, ja, die sind davon weit entfernt. In der Nacht war einiges los. Da wurde die Doku von Prinz Harry und Oprah Winfrey veröffentlicht. Und darin wird Tacheles geredet. Es geht um Drogen, um Alkohol. Harry spricht über den Schmerz, über den Tod seiner Mutter. Er spricht über mentale Gesundheit auch seiner Frau Meghan. Wir haben hier einmal wichtige Ausschnitte für Sie zusammengefasst. Die deutlichen Worte, die jetzt sicherlich auch im Buckingham Palace einschlagen. Zunächst einmal gab es die Angst, als ich mit der Therapie begonnen habe. Wann haben Sie angefangen? Vor 4 Jahren. Ah, das ist ja gar nicht so lange her. Ja, 4 Jahre Therapie für eine Person, die eigentlich nie geglaubt hat, dass sie je Therapie machen müsste oder müsste. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und ich habe auch kein Umfeld gehabt, wo ich dann diese Unterstützung erhalten hätte. Das also sagt Prinz Harry. Ich war in Therapie. Wir hören das zum allerersten Mal, dass sich der Prinz professionelle Hilfe geholt hat, um über den Tod seiner Mutter Diana hinwegzukommen. Der Schmerz saß jahrelang so tief, sagt Harry. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der Prinz Harry persönlich kennt und der auch vor allem seine Mutter Lady Diana persönlich kannte. Paul Burrell, der ehemalige Butler von Lady Diana, ist uns jetzt zugeschaltet. Ich freue mich sehr, Herr Burrell. Was glauben Sie, dieses Interview mit Prinzessin Diana, hätte das niemals stattgefunden? Könnte Lady Di am Ende dann heute noch am Leben sein? Der Vorwurf, den beide Brüder ja jetzt auch der BBC machen. Nun, das Statement von William heute Morgen war sehr emotional und er hat gesagt, dass sie sich enttäuscht fühlen, von der BBC im Stich gelassen worden sind, ebenso wie ihre Mutter, und dass natürlich Martin Bashir auch hier betrügerisch vorgegangen ist. Aber wir sollten nicht vergessen, dass 1995 es tatsächlich auch einen Kampf innerhalb der königlichen Familie gab. Und sie hat damals nur das Interview gemacht, um dagegen vorzugehen, was der Prince of Wales ihr gegenüber geäußert hat. Ich war selber da, als der Prince of Wales damals selbst seine Darstellung an die Öffentlichkeit gebracht hat, wo er gestanden hat, dass er die Ehe gebrochen hat und dass er mit Camilla Parker Bowles eine Affäre hatte. Und das hat die Prinzessin Lady Di natürlich wirklich enorm belastet. Und sie sah vor der gesamten Weltöffentlichkeit aus, als würde sie sich das gefallen lassen. Jetzt sehen wir hier gerade, es gibt ein kleines Problem mit der Technik. Wir holen Herrn Burrell, den früheren Butler von Lady Diana, gleich wieder hier zurück ins Gespräch. Bei mir im Studio sind weiterhin unsere beiden Adelsexpertinnen Giannina Kirsch und Linda Nickel. Sprechen wir einmal über diese Aussage von Prinz Harry. Er spricht offen darüber, dass er in Therapie ist, seit 4 Jahren. Was glaubt ihr, warum hat er sich dazu entschieden, in Therapie zu gehen? Und was bewegt ihn dazu, diesen Schritt jetzt auch öffentlich zu machen, Linda? Er ist in Therapie gegangen, weil dieses
Trauma um den Tod seiner Mutter niemals aufgearbeitet worden ist. Das ist auch der Kernvorwurf dieser Dokumentation, dass die Königsfamilie quasi diese Trauerarbeit ihm nicht zugestanden hat zu leisten, dass Prinz Charles ihm diesen Raum nicht gegeben hat und als Vater in der wichtigsten Phase seines Lebens nicht da war. Und das hat er all die Jahre durch seine Jugend mitgeschleppt. Deshalb die ganzen Exzesse. Er sagt in dieser Doku, das wusste ich bis dato auch nicht so, dass er heavy Drogen, also ganz schwer Drogen genommen hat. Dass er trank, weiß man, aber er sagt hier auch, ich habe teilweise an einem Tag das Alkoholpegel um einer ganzen Woche gekippt. Also massive Suchtfaktoren eben. Und das hat er all die Jahre durchgeschleppt und hat erst vor 4 Jahren, also kurz oder als er Megan eben kennengelernt hat, sie war wohl auch so ein Trigger, diese Aufarbeitung zu leisten, zu sagen, komm, du musst was für dich tun, in Therapie gegangen ist. Und jetzt erst als erwachsener Mensch hat er sich in Therapie begeben und arbeitet das alles auf. Also da war auch Megan, seine Frau, sozusagen Auslöser, das mal aufzuarbeiten. Wir schauen mal weiter rein in einige wichtige Ausschnitte aus dieser Doku, die heute Nacht herauskam. Die Dokumentation, die heißt The Me You Can't See, also das Ich, das du nicht sehen kannst. So was there a moment, was there a single moment? Gab es einen einzelnen Augenblick oder eine Reihe an Erfahrungen, vielleicht Dinge, die geschehen sind, die Sie dazu gebracht haben zu sagen, ich brauche Hilfe, ich trinke vielleicht zu viel? Gab es also einen besonderen Vorfall? Nein, das war erst dann für mich deutlich, als Menschen, die mir nahe standen, gesagt haben, das ist nicht unbedingt normales Verhalten, vielleicht solltest du dir Hilfe suchen. Und ich habe mich dagegen gewehrt, habe gesagt, ich brauche keine Hilfe. Also auch hier haben wir gehört, wie es dazu kam. Offenbar hat auch Prinz Harry zunächst nicht erkannt, dass er Hilfe braucht. Und Menschen um ihn herum haben ihm dann dabei geholfen. Das aber, Janina, war offenbar zum Beispiel nicht gerade sein Vater, Prinz Charles. Denn in dieser Dokumentation gibt es ja auch ganz konkrete Vorwürfe gegen Prinz Charles, seinen Vater. Absolut. Er sagt in dieser Dokumentation, dass das Thema Diana, der Tod, nie aufgearbeitet wurde. Im Prinzip, Diana wurde totgeschwiegen. So kann man das ganz klar sagen. Und dadurch hat er natürlich auch keine Hilfe bekommen. Und er beschreibt in dieser Dokumentation wahnsinnig emotional den Moment der Beerdigung. Er sagt, er hatte das Gefühl, er würde außerhalb seines Körpers stehen und wäre gar nicht er selbst gewesen. Und hat sich über die Menschen geärgert, die so getrauert haben, weil er dachte, aber es ist doch meine Mutter, ihr kanntet sie alle nicht. Ich trauere doch 10-mal mehr. Und das alles nicht verarbeiten zu können, so gedrängt zu werden, auch hinter diesem Sarg herzugehen und danach aber keinen Ansprechpartner zu haben, sich nicht an den eigenen Vater wenden zu können, um dieses Thema, den Tod der Mutter, aufzuarbeiten, hat ihn am Ende zerstört. Das Schweigen des Palastes hat Harry zerstört. Es ist vor allem das Schweigen des Vaters. Ne? Ich glaube, das ist hier eine große Vater-Sohn-Abrechnung. Sein Vater hat ihn leiden lassen und war nicht der Vater, der er hätte sein sollen. Also es sind ganz scharfe Anklagen massiv an Charles, die Charles auch in einem sehr, muss ich sagen, ungünstigen Licht erscheinen lassen. Das ist vor allem deshalb ungünstig, weil sich sicherlich auch gerade viele Leute in England fragen, wenn jemand seine Kinder, seinen Sohn in den schwersten Stunden ihres Lebens so hängen lässt, ist jemand dann überhaupt befähigt, ein ganzes Land in großen Krisenzeiten zu lenken? Das ist natürlich der Subtext, der da so ein bisschen mitschwingt in dieser Anklage und das so gefährlich und so brisant macht, diese Aussagen heute für das Königshaus in Großbritannien. Das könnte, muss man ganz sagen, auch zum Kollaps des Königshauses führen. Wir wollen jetzt mit jemandem sprechen, der die Palastmauern von innen kennt. Dickie Arbiter, er ist der frühere Sprecher von Queen Elizabeth und uns jetzt zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Hallo, Herr Arbiter. Was glauben Sie, wie groß ist der Einschlag jetzt in den Palastmauern? All diese Neuigkeiten, all diese Enthüllungen, all diese Skandale, wie viel kann das britische Königshaus davon denn noch vertragen? Nun, ich muss sagen, dass Harry ein wenig hier auch unkontrolliert agiert, wenn man so möchte. Es gab das Interview mit Harry und Meghan Anfang des Märzes. Jetzt gibt es dieses neue Interview mit Oprah. Und sie lässt Harry eigentlich alles sagen, was ihm gerade in den Kopf kommt. Und Harry war schon ein wenig wild, auch als Kind. Und selbst als er 3, 4, 5 Jahre alt war, war er ein ziemlich ungestümes Kind. Und er hat offensichtlich dann irgendwann auch viel getrunken. Das machen natürlich auch viele, viele junge Leute außer ihm. Und dann ist er häufig nachts unterwegs gewesen in den Clubs. Viele seiner Freunde, auch sein Vater, haben ihm immer wieder gesagt, er solle das nicht
nicht tun, aber als er ein Teenager war oder auch in seinen 20er Jahren, hat er das gemacht, was viele junge Menschen in dem Alter tun. Und ich habe jetzt gerade gesagt, er ist, was wir auf Englisch eine loose cannon nennen, also schwer zu kontrollieren. Und ich glaube, er hat gesagt, dass sein Vater ihm nicht geholfen hat, aber ich glaube, sein Vater hat auch gar nicht erkannt, was damals in ihm vorgegangen ist. Ihm war wohl auch nicht klar, dass Harry Drogen genommen hat. Er hat ihn tatsächlich aber einmal mitgenommen in eine Entzugsanstalt, um ihm zu zeigen, was mit echten Drogenabhängigen geschieht. Und dann hat er auch gesagt, er möchte das nicht mehr anfassen. Dann ist er in die Armee gegangen, er war dort nüchtern, er war clean, er ist auch in Kampfeinsätzen gewesen, er war zweimal in Afghanistan und er war auch dort nüchtern und clean. Und was ihn jetzt dazu bewegt hat, all das jetzt zu formulieren, weiß ich wirklich nicht genau. Ich denke, dass er ein sehr verärgerter junger Mann ist und er fühlt sich so, dass, als wäre er im Stich gelassen worden. Ich weiß nicht genau von wem. Er sagte, sein Vater hätte ihm jetzt auch nicht unbedingt finanziell unterstützt, aber das hat er durchaus. Und zwar auf genau die gleiche Art und Weise, wie auch William und Catherine unterstützt werden. Und als er dann England auch verlassen hat, hat er wieder von seinem Vater eine ganze Stange Geld bekommen. Aber es kommt da der Punkt, wo man kein Geld mehr überreicht, weil das dann als Geschenk zu versteuern wäre. Das wäre dann also kontraproduktiv, ihm noch weiter Geld zu überweisen. Und davon abgesehen ist er auch ein sehr wohlhabender junger Mann, auch selbstständigerweise. Und er hat auch für sich eine Plattform gefunden, wo er jetzt eben Druck ablassen kann. Und ich glaube, das macht es. Und er kümmert sich nicht wirklich darum, wen es verletzt. Und die Frage ist jetzt, wenn Harry so ist, warum ist denn dann William nicht so? William ist ja sehr ruhig, sehr aufgeräumt, sehr kontrolliert. Und auch er musste mit dem Tod seiner Mutter umgehen. Und William hat das offensichtlich anders gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, warum Harry das Gefühl hat, dass er jetzt mit dem Tod seiner Mutter durch die Medien umgehen muss. Denn der Grund, weshalb er Großbritannien verlassen hat, war eben, weil die Medien so in sein Leben vorgedrungen sind. Und seit Ende des letzten Jahres ist er allerdings nur noch dabei, die Medien zu füttern. Und man muss sich schon fragen, weshalb das so ist. Mr. Arbeiter, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wir werden uns gleich wieder sprechen. Wir wollen jetzt noch weitere brisante Aussagen aus der Dokumentation von Prinz Harry und Oprah Winfrey anschauen. Jetzt in dem nächsten Beitrag geht es um Panikattacken, unter denen litt Prinz Harry genau wie seine Mutter Lady Diana. Die längste Zeit meines Lebens habe ich eigentlich immer Sorgen gehabt. Ich war immer ziemlich angespannt und zwar immer, wenn ich nach Großbritannien und nach London zurückgeflogen bin. Mir war nie klar, weshalb das so war. Es war mir schon bewusst und erst nach ein paar Jahren Therapie habe ich mir die Frage stellen können, weshalb ich mich so unwohl gefühlt habe. Und London ist für mich ein Trigger. Es löst etwas aus wegen der Dinge, die meiner Mutter geschehen sind und was ich da erlebt habe. Heimat London hat sich also Prinz Harry alles andere als wohl gefühlt. Er beschreibt in dieser Dokumentation, Janina und Lina ja auch, wie er immer heiße Schübe bekommen hat, schwitzt, Angst hatte, einen roten Kopf zu bekommen bei öffentlichen Auftritten und sich dann immer um die gekümmert hat, bei denen er erkennen konnte, denen geht es noch schlechter als mir. Was glaubt ihr, wie oft hat Prinz Harry in der Öffentlichkeit gelitten, ohne dass wir und dass die Öffentlichkeit das irgendwie sehen konnte? Er gibt die Antwort selbst, nämlich immer, wenn er ein rotes Gesicht hatte. Und ich glaube, wir alle assoziieren Harry immer mit dem roten Gesicht. Und er sagt, das war das Symptom, wenn es bei ihm getriggert hat, wenn es wieder losging, wenn der Schub kam. Und das war eigentlich bei jedem öffentlichen Auftritt. Und wenn er sich schick machen musste, sagt er, seinen Anzug anziehen musste und wusste, in die Limousine und zum nächsten Auftritt, dann rann ihm der Schweiß und dann ging die Pumpe. Und ich weiß nicht, ob wir das nachher noch sehen in der Doku. Sowas, glaube ich, hat es noch nicht gegeben. Dann werden wir es sicherlich noch sehen. Ja, ich tease es schon mal an. Ja. Er macht eine Live-Therapiesitzung in dieser Doku. Ja, wir sind live dabei, wie er seine Therapiemechanismen anwendet. Sowas hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Beschreib uns das mal kurz, was er da macht. Das ist eine ganz bestimmte Technik, die man anwendet, so eine Visualisierungstechnik und Augentechnik, um sich runterzubringen. Man macht dann auch ganz spezifische Armbewegungen, das macht er da auch. Also wir sind da live Zeuge, wie sich ein Prinz therapiert. Ich glaube, das ist eine neue Dimension von Seelenstriptease eines Royals. Man hat so Prinz Harry noch nie erlebt. Wir wollen noch mal jemanden ins Gespräch holen, der Prinz Harry persönlich kennt. Paul Burrell, der frühere Butler von Prinzessin Diana. Herr Burrell, was glauben Sie, wie hätten Sie, Sie kennen Harry persönlich, ihn eingeschätzt? War Ihnen klar, das wird der Prinz nicht so schnell verdauen können, diesen schrecklichen Verlust seiner Mutter? War Ihnen klar, dass das in Drogen, in Alkohol und Therapie für Prinz Harry enden wird?
Wir sehen, da gibt es leider ein bisschen Probleme mit der Technik. Wir versuchen, Paul Borrell gleich noch mal reinzuhören. Ich höre ihn. Wir versuchen, ihn noch mal rüberzuholen. Herr Borrell. Ja, ich sehe die Technik. Ich entschuldige mich bei Ihnen. Klappt noch nicht so ganz. Aber bei uns ist auch trotzdem noch jemand, der die Palastbauern auch von innen kennt. Und das ist Dickie Arbiter, der frühere Sprecher der Queen. Herr Arbiter, vielen Dank, dass Sie noch bei uns sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie kennen Prinz Harry persönlich. Was glauben Sie, was ging in dem Prinzen all die Jahre vor? Sie haben ihn vorhin beschrieben als wildes Kind. Hätten Sie jemals gedacht, dass er ein Mensch ist, der in Therapie muss, um diesen schrecklichen Schmerz über seine Mutter zu verdauen, dass er mit Alkohol und auch Drogen reagiert? Und was glauben Sie vor allem, was löst das jetzt bei der Queen aus? Glauben Sie, es wird irgendwann in den nächsten Tagen zu all diesen Ereignissen ein Statement von der Queen geben? Nun, eine Sache sollten wir vielleicht aufklären. Wissen Sie, wir sprechen davon, dass er Alkohol und Drogen benutzt hat, aber das sind Dinge, die vor fast 20 Jahren geschehen sind. Ja, Harry war ziemlich wild, auch in seinen späten Teenager, frühen 20er Jahren. Er ist sehr viel unterwegs gewesen, in Clubs, er hat viel getrunken, wie das viele junge Menschen in dem Alter machen. Er ist in Bars gewesen, Nachtclubs, genau wie alle anderen. Man trinkt viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel und stolpert dann nach Hause. Und er hat auch wohl mit Drogen experimentiert. Und das war, als er Anfang seiner 20er Jahre war, also 20, 21, 22. Sein Vater hat ihn dann, wie gesagt, in eine Entziehungsanstalt mitgenommen und er hat dort mit eigenen Augen gesehen, welche Auswirkungen Drogen auf das Leben junger Menschen haben kann und hat das dann aufgegeben. Er war kein ernstzunehmender Drogenkonsument. Das heißt also, er hat sich nicht wirklich so sehr dem Alkohol und den Drogen hingegeben. Das ist, wie gesagt, fast 20 Jahre her und er ist jetzt in Mitte seiner 30er Jahre. Er ist also ein sehr verantwortungsvoller junger Mann mittlerweile, aber zu seiner Familie. Ich denke, Sie werden enttäuscht sein. Es wird Sie vielleicht auch ein wenig aufregen, dass Sie jetzt mitbekommen, wie er seine Beschwerden öffentlich im Fernsehen ausbreitet und sich fragen, weshalb er das nicht schafft, mit der Familie zu besprechen. Denn er hat ja der Familie seinen Rücken zugedreht. Und diese Menschen sind keine schlechten Leute. Sie sind sehr viel beschäftigte Menschen. Und zwar, ja, vielleicht beschäftigter als andere arbeitende Familien. Aber wie gesagt, das sind keine schlechten Menschen. Und Harry hätte mit seiner Familie auch jede Hilfe erhalten können, die er gebraucht hätte. Aber er hat sich abgewendet. Er ist jetzt verheiratet. Er hat eine Frau, er hat ein Kind. Das zweite Kind ist auf dem Weg. Und er hat Großbritannien den Rücken gekehrt, auch seiner ganzen wohltätigen Arbeit und auch dem Volk in Großbritannien. Und er lebt jetzt ein anderes Leben. Und sich jetzt auf diese Art und Weise in die Öffentlichkeit zu stellen, ist einfach falsch. Das wird für Aufregung sorgen, bei der Familie, auch bei seiner Großmutter, der Queen, die ihn auch in den frühen Phasen nach dem Verlust seiner Mutter sehr eng bei sich gehalten hat. Und er hat auch wirklich eine starke Abhängigkeit von seiner Großmutter gehabt. Sie wird enttäuscht sein, sie wird sich enttäuscht zeigen, dass er auch das Land verlassen hat. Darüber ist sie auch enttäuscht. Und ich meine, sie hat erst unlängst ihren eigenen Ehemann am Anfang April verloren und betrauert diesen Verlust selber noch. Und dazu hat sie jetzt auch noch ihren Enkel verloren, der jetzt sich öffentlich an die Welt wendet, um dort über seine geistige Gesundheit zu sprechen. Und natürlich ist es wichtig, darüber zu sprechen, um selbst heilen zu können. Aber mit der Welt darüber zu sprechen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Die Queen wird enttäuscht sein, das sagt Dickie Arbiter, der frühere Sprecher der Queen. Herzlichen Dank für den Moment. Ja, dennoch spricht Prinz Harry mutig über seine mentalen Probleme. Das ist auch das große Thema seiner Dokumentation, die in der Nacht herauskam und die für allerlei große Wellen sorgt. Janina und Lina. Janina, ich habe das gesehen, dir brannte es die ganze Zeit schon auf den Fingernägeln. Du hast mir allerlei Zeichen gegeben, du musst was sagen. Es gibt zwei wichtige Aspekte, die ich gerne einmal ansprechen müssen, weil sie mir sehr am Herzen liegen. Grundsätzlich ist es natürlich nichts Schlimmes, sich in Therapie zu geben. Und es ist auch genau das Richtige, sich in Therapie zu begeben, wenn man so etwas wie einen Verlust verarbeiten muss. Das ist mir nur wichtig, dass man das einmal irgendwie sagt. Absolut. Aber richtig. Natürlich ist die Therapie bei Harry, so wie er es schildert, viel, 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 viel zu spät gekommen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch meinen Vater verloren, auch sehr früh. Und jeder Mensch geht halt anders damit um. Und angesprochen auf den Aspekt von Dickie Arbiter, der sagt, er versteht nicht, warum William das geschafft hat.
ist meine Antwort, jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch, genauso wie ich anders mit dem Tod meines Vaters umgegangen bin und mein Bruder anders damit umgegangen sind, gehen auch diese beiden Brüder unterschiedlich mit dem Tod ihrer Mutter um. Und die zweite Sache, die ich gerne ansprechen würde, ist, das ist ja nicht nur die, ja, dieses mit den Partys und den Drogen, das liegt ganz lange, lange zurück und ich habe auch gefeiert und ich habe sicherlich auch mal das ein oder andere Gläschen zu viel getrunken. Aber er spricht in dieser Dokumentation von Suizidgedanken. Er sagt, ich habe es mir hier extra aufgeschrieben, als meine Mutter mir kurz vor meinem 13. Geburtstag genommen wurde, wollte ich das Leben nicht mehr. Und das eröffnet in meinen Augen noch einmal eine ganz, ganz andere Dimension. Hier geht es nicht nur um jemanden, der trauert. Harry wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt seines jungen Daseins nicht mehr leben. Und findet ihr auch nicht, dass es einem jetzt so geht, dass man ihm diesen Kampf, den er ja mit Meghan gemeinsam kämpft, um mentale Gesundheit, viel mehr noch abnimmt? Also kommt man nicht immer mehr von der These, die ja auch oft im Raum stand, weg, die machen das für Aufmerksamkeit? Glaube ich nicht. Ich glaube mittlerweile, denen geht es wirklich darum, dafür zu kämpfen, dass mentale Gesundheit mehr ins Zentrum gerät, dass man mehr darüber offen spricht, eben weil beide ja so ein Schicksal damit auch tragen und weil sie beide immer wieder Schwierigkeiten hatten. Also es ist ich glaube, man muss da ganz wertfrei sein. Das ist ganz neutral, wenn man von oben mal drauf guckt. Nee, wir wollen hier nicht wertfrei. Ganz von oben drauf guckt, ist es sicher gut, wenn man ein Schicksal hat, wenn man eine so öffentliche Rolle hat, das auch zu thematisieren, weil es anderen Menschen hilft. Das ist eine sehr gute Strategie. Und das ist ja im Übrigen auch ein sehr amerikanisches Modell. Also Meghan kommt ja aus Amerika. Das zu einem guten Zweck zu wenden und tue Gutes und verdiene dabei, ist aber die andere Geschichte hierbei. Und das muss man auch einfach, wenn man neutral alle Seiten betrachtet, sagen, dass die beiden natürlich, wenn sie für Apple Plus, diese Doku ist ja für Apple Plus, oder eine Doku noch für Netflix produzieren, natürlich Verträge haben und auch Geld verdienen. Und man muss auch sagen, dass dieses Thema Mental Health gerade eines der größten Themen in den USA ist. Da wächst eine Generation der Millennials heran, die schwer orientierungslos sind. Das ist ein ganz virulentes Problem, das durch Corona noch mal größer geworden ist. Es ist ein ganz, ganz großer Markt. Also die Seite darf man nicht verschweigen. Es ist aber trotzdem sehr richtig, eben wie Janina sagt, wenn jemand das tut und das öffentlich thematisiert, ist es natürlich auch als tolle Leistung zu werten, wenn man als Botschafter und für tolle auftritt. Leistung darf man sich ja auch bezahlen lassen. Machen wir ja auch. Also insofern, ich persönlich finde es nicht verwerflich, dass Harry und Meghan dafür Geld bekommen. Aber darüber könnten wir wahrscheinlich eine Sondersendung hier machen, eine Sonderdiskussionssendung. Wir wollen jetzt aber mit Paul Burrell sprechen, dem früheren Butler von Prinzessin Diana. Wir hoffen sehr, dass die Technik diesmal klappt, Herr Burrell. Wir haben über die psychischen Probleme von Prinz Harry gesprochen. Er hat sehr offen jetzt darüber gesprochen, dass er in Therapie geht, um damit den Schmerz, die Trauer über den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Sie kennen den Prinzen persönlich und auch natürlich seine Mutter. Wie viele Parallelen gibt es da zwischen Mutter und Sohn? Beide sprechen über Burnout, beide sprechen über Paranoia, beide sprechen über psychische Probleme. Wie haben Sie sie erlebt? Ja, natürlich gibt es hier auch Parallelen zwischen der Prinzessin und ihrem Sohn, natürlich. Aber die gesamte königliche Familie wird sich wohl auch fragen, weshalb Harry sich dazu entschlossen hat, das öffentlich durchzuarbeiten. Warum macht er seine Therapie jetzt öffentlich auf einer öffentlichen Plattform, damit alle damit zuschauen können? Denn die Regeln der königlichen Familie sind eigentlich die, dass man sich mit den eigenen Problemen hinter geschlossenen Türen auseinandersetzt. Und die königliche Familie ist eigentlich sehr offen. Die Queen kann jederzeit angesprochen werden. Und wenn er sagt, dass es da keine Unterstützung geben oder hätte geben können, dann ist das einfach nur falsch. Und ich selbst finde es auch schockierend zu sehen, wie viele persönliche Informationen da geteilt werden. Das schadet seiner Familie, seinem Bruder, aber auch seiner Großmutter, die unsere Monarchin ist. Und man fragt sich auch, warum es notwendig ist. Aber er tut es auch, wie Sie gesagt haben, auf einer universellen neuen Plattform, die er in den Vereinigten Staaten hat. Und mir ist über die Jahre auch immer wieder deutlich geworden, wie Harrys Ausdrucksweise sich geändert hat und sein Vokabular sich verändert hat. Er benutzt Worte aus der Psychotherapie. Sein Bruder tut das nie. Diese Jungs waren einmal sehr ähnlich, aber jetzt sind sie wirklich Welten auseinander. William wird weiterhin die Monarchie unterstützen, und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie er das im Augenblick tut, mit Kate an seiner Seite. Und er macht das vorbildlich. Harry hat das hinter sich gelassen, und er ist jetzt kein Royal mehr, sondern eine Berühmtheit. Und er lebt jetzt in der
der Welt der Berühmtheiten, wo er sich den Lebensunterhalt erwirtschaften muss. Ich habe ihn kennengelernt, schon bevor er 12 Jahre alt war, als sein Herz gebrochen ist, als seine Mutter gestorben ist. Aber zu jener Zeit muss man zurückblicken. Er war damals wirklich noch ein Kind und er hing sehr an seiner Mutter. Und als diese Unterstützung für ihn wegfiel und er diese Liebe nicht mehr hatte, die ihn beschützte, war Harry verloren. William hatte schon den Weg vorgezeichnet. Er wusste, wo er hingehen würde und er wusste, dass er eines Tages den Thron besteigen würde. Er wusste, welche Richtung vor ihm liegt. Diese Richtungsweisung hatte Harry nie und deswegen war er eine Zeit lang ziemlich verloren. Und das wurde verschlimmert durch den Tod seiner Mutter. Wenn sie immer noch am Leben wäre, dann wäre Harry ein ganz anderer Mensch heute. Und das heißt, dass er im Augenblick das tut, was er am besten tun kann. Und ich stimme Ihnen zu, es wird Menschen auf der ganzen Welt helfen, dass er öffentlich darüber spricht. Aber die Familie, aus der er stammt, wird durch diese Handlungen von ihm tatsächlich ziemlich schockiert sein. Und mir tut es leid für die Kinder von Harry und Meghan. Und sie werden nie erleben, in welchem reichen Umfeld und reichhaltigen Umfeld Harry in dieser königlichen Familie groß geworden ist. Sie werden ihre Verwandten nie kennenlernen. Sie werden nie mit ihnen spielen und sie werden nie erfahren, was William und Harry schon als Kinder erlebt haben. Und es ist schon unfair zu sagen, dass sie eine schlechte Kindheit gehabt hätten. Das war so nicht. Sie haben sehr privilegierte Kindheiten gehabt. Harry hat meistens Polo im Sommer gespielt. Er ist nach Las Vegas geflogen. Er hat im West End jede Party besucht. Er war in Nachtclubs unterwegs. Er hatte wundervolle Freundinnen. Jetzt also zu sagen, dass er Entbehrungen als Kind hätte hinnehmen müssen in der königlichen Familie, das stimmt so einfach nicht. Wissen Sie, es gibt einfach immer zwei Seiten bei jeder Geschichte. Und ich frage mich jetzt auch, wohin das noch führen wird. Wie viel wird Harry noch an persönlichen Informationen auch über seine Familie und sich selbst mitteilen? Denn irgendwo muss man ja auch einen Punkt machen. Wie viel mehr kann seine Familie davon noch erdulden? Und um ganz ehrlich zu sein, dachte ich, dass eine Therapie eigentlich zwischen zwei Personen in einem geschützten Umfeld passiert, damit man Probleme bearbeiten kann. Warum müssen wir jetzt alle dabei sein und diese Informationen zu hören bekommt. Das ist sehr verwirrend. Privilegien und schöne Skiurlaube können aber ja nicht helfen, wenn man innerlich zerbrochen ist. Glauben Sie etwa, Prinz Harry ist gar nicht krank? Nein, ich glaube schon, dass er gelitten hat. Und ich habe auch vollstes Mitgefühl für William und Harry. Und William muss jetzt seine Position als zukünftiger Monarch aufrechterhalten. Aber er würde wahrscheinlich gerne seinem Bruder den Arm um die Schultern legen und sagen, kann ich dir helfen? Das hat er auch in der Vergangenheit schon versucht. Harry scheint aber diese Hilfe nicht zu wollen und er ist in eine ganz andere Richtung abgebogen. Er ist mit seiner Frau nach Amerika gegangen und sie begeben sich da in eine Welt, die ganz anders ist als die, die er hinter sich gelassen hat. Und vielleicht hat er immer noch Schmerzen aus dieser Vergangenheit, aber all diese Dinge könnten sicher auch im privaten Umfeld bearbeitet werden. Wir müssen das nicht alle mitbekommen. Und seine Großmutter, die Queen, wird sich wahrscheinlich fragen, Harry, warum konntest du nicht einfach zu mir kommen und mit mir sprechen? Sie hat versucht, auf jede erdenkliche Art und Weise ihm zu helfen. Und auch der Prince of Wales, sein Vater, hat versucht, dieses Pärchen zu unterstützen. Sie sind von der königlichen Familie aufgenommen und unterstützt worden. Aber das scheint nie genug gewesen zu sein. Und ich denke aber doch, dass es irgendwo enden muss. Und ich würde sagen, Harry, bitte mach das nicht so weiter. Du kannst das alles auch lösen mit deiner Familie. Und du kannst natürlich auch dein Geschäft in Amerika betreiben. Mach das, was du machen willst. Geh raus in die Welt und arbeite im Sinne deiner Mutter. Aber wir möchten nicht alle Details über alles erfahren. Das kannst du gerne bearbeiten. Als junges, starkes Pärchen könnt ihr das durcharbeiten. Als junge Familie könnt ihr euer Leben dort neu beginnen. Also tut das einfach. Herr Burrell, lassen Sie uns mal gemeinsam in weitere Aussagen von Prinz Harry aus seiner Doku hier reinschauen. Everything became really hectic for me. Alles wurde für mich sehr hektisch und ich bin ständig gereist bis zum Punkt der Erschöpfung. Und ich denke, die Familie hatte einfach von mir erwartet, dass, wenn es heißt, wir fliegen nach Nepal, jemand muss nach Nepal, du machst das. Ich war immer derjenige, der Ja sagen musste, aber dann sagt man Ja und Ja und Ja und das führt dann zum Burnout. Ja, das führte zum Burnout. Prinz Harry musste immer Ja sagen. Haben Sie das als Zeit innerhalb dieses Kreises der Royal Family auch so wahrgenommen?
Nein, das habe ich so nicht wahrgenommen. Ich habe das so wahrgenommen, dass die öffentlichen Pflichten verteilt worden sind, dass auch William und Harry füreinander sich umeinander gekümmert haben. Sie haben ihre unterschiedlichen Stiftungen gehabt, sie haben ihre Aufgaben gehabt. Harry hat auch seine militärischen Pflichten gelebt, er hätte das nie abgelehnt. Er wollte die bewaffneten Kräfte des Landes unterstützen, hat Auftritte in Uniform absolviert. Und er hat auch die Queen gefragt, Großmutter, kann ich Teil der königlichen Familie bleiben und meine Uniform behalten, als er nach Amerika gegangen ist. Und sie hat gesagt, das ist leider nicht möglich, mit einem Fuß in der Familie zu sein und mit einem Fuß außerhalb. Du musst entweder ein Mitglied der königlichen Familie zu sein oder nicht. Und er hat gesagt, dann eben nicht. Und er hat all diese Möglichkeiten auch zur Unterstützung der Streitkräfte aufgegeben. Und das lag ihm sehr am Herzen. Aber man kann eben nicht alles haben, was man im Leben haben möchte. Er musste sich entscheiden und er hat ein neues Leben in Amerika gewählt. Herr Borrell, vielen herzlichen Dank für den Moment. Wir sprechen uns gleich wieder. Wir sind weiterhin hier im Studio, besprechen all die Enthüllungen, die seit der Nacht über einen, man muss es sagen, hereinbrechen. Das ist unglaublich. Lass uns das einmal auch zusammenfassen, denn es ist mittlerweile so viel, dass man sich kaum durchwühlen kann. Es begann gestern mit den Enthüllungen zu Lady Diana. Es kam in einem Untersuchungsbericht, der BBC heraus, dass Prinzessin Diana unter Druck gesetzt wurde, mit gefälschten Dokumenten dazu gezwungen wurde, das Skandalinterview aus dem Jahre 1995 zu geben. Wir erinnern uns alle daran, wie sie mit gesenktem Kopf und großen Augen darüber berichtete, dass sie eine Ehe zu dritt führte. Zum ersten Mal sprach sie über Camilla, über Bulimie, über psychische Probleme. Und dieses Interview führte letztendlich zur Scheidung mit Prinz Charles und zum endgültigen Bruch mit der Monarchie. Aber das war noch nicht alles. In der Nacht überschlugen sich die Ereignisse. Es kam eine Doku heraus von Prinz Harry und Oprah Winfrey. Und darin spricht der Prinz offen über Alkoholprobleme, über Drogen, darüber, dass er in Therapie war und über den Schmerz des Todes seiner Mutter. Und all das besprechen wir hier, denn vor wenigen Minuten, jetzt ist es schon fast eine Stunde her, hat Harry noch einmal gesprochen. Eine Tatsache, für die viele Vertraute des britischen Königshauses wenig Verständnis haben. Wir haben hier gesprochen mit Dianas Ex-Butler Paul Borrell, der sagte, psychische Probleme sollte Prinz Harry lieber mit seiner Frau im Privaten klären. Und auch Dickie Arbiter, der frühere Sprecher der Queen, sagte hier ganz klar, er hoffe, dass sich jetzt langsam die Lage etwas beruhige. Die Queen auf alle Fälle sei enttäuscht. Bei mir im Studio Janina Kirsch und auch Lena Nickel, unsere beiden Adelsexpertinnen. Es ist eine Menge los und es könnte, so muss man es ja ganz klar sagen, bevor wir mal weiter in weitere Aussagen hineinschauen, ein Todesstoß auch für die Monarchie sein. Wir müssen uns einmal hier ganz klar fragen, was könnte das für Konsequenzen haben? Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir noch mal sagen, er hat, ihr sagt hier, ganz persönliche Psychoprobleme, macht Seelentherapie im Live-Fernsehen, im größten US-Fernsehen, das es gibt, das man sich vorstellen kann, Millionen von Zuschauern. Das ist die eine Sache, dass es gut ist, darüber zu sprechen. Es ist die andere Sache, und das hat Paul Borrell eben auch schon sehr richtig gesagt, wie viel Privates er dadurch über die Königsfamilie preisgibt, wie viel Intimitäten, wie viel wirklich persönlicher Zwist und Worte und Sätze, die gefallen sind innerhalb der Palastmauern. Das ist eben dann vielleicht einen Schritt zu viel, denn was wir hier sehen, ist ein öffentlich ausgetragener Familienkrieg. Ja, Harry benutzt diese Dokus, um all das, was in der Familie schiefläuft, öffentlich zu machen. Und das ist eben die andere Seite, die man sehen muss. Und deshalb ist das so unfassbar gefährlich für die britische Monarchie, weil, du hast vorhin gefragt, reagiert William so komplett anders? Er hat ja ein sehr staatstragendes Statement, das zwar sehr gefühlig war und wo auch die Paranoia seiner Mutter bestätigt hat, gegeben. Aber er sagt eben auch, dass er seine Probleme mit seinem Vater, er hatte auch Issues mit ihm, privat klärt. Weil das gefährlich ist, wenn man sowas draußen wäscht, das ist ein Sargnagel für die Monarchie. Das gehört nicht nach draußen. Sowas macht auch die Glaubwürdigkeit eines künftigen Königs wie Prinz Charles eben zunichte. Und deshalb ist das richtig gefährlich, was Harry da tut. Wir haben auch noch einen Beitrag, ne, aus dieser Doku, die ich gerade angesprochen habe, The Me You Can't See, also das Ich, das ihr nicht sehen könnt. So offen haben wir Prinz Harry und wir haben gedacht, bei Oprah Winfrey hätten wir schon ein intimes Ausrollen aller Möglichkeiten gesehen. Nein, so offen haben wir Prinz Harry wirklich noch nie gesehen. But Meghan was struggling. Meghan hat aber wirklich zu kämpfen.
Und die Menschen haben unsere Bilder gesehen, wie wir die Hand halten und zwar sehr festhalten, als wir damals zu der Wohltätigkeitsveranstaltung in London gegangen sind. Und sie war damals im sechsten Monat schwanger. Und was die Leute nicht wissen, ist, dass an dem Abend, zu einem früheren Zeitpunkt, Megan mir mitgeteilt hat, dass sie tatsächlich Selbstmordgedanken hatte und sie sich schon wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie sie ihr Leben beenden würde. Eine Sache. Selbstmordgedanken seiner Frau Megan. Wir sahen die Bilder, wie sie in der Royal Albert Hall glänzten und strahlten. Doch hinter der Fassade, da sah es ganz anders aus. Janina, Megan hat ja bereits darüber gesprochen, dass sie psychische Probleme hat. Jetzt adressiert Prinz Harry das wieder in der Doku. Das ist Wahnsinn, finde ich, wenn man sich überlegt, dass die beiden öffentliche Termine wahrnehmen und Prinz Harry beschreibt, wie das Licht ausging in der Royal Albert Hall und Megan in Tränen ausbrach und sie ihm wenige Momente, bevor sie zu diesem Termin gingen, verriet, dass sie darüber nachdenke, sich das Leben zu nehmen. Und sie schlug da ja auch, sprach schon ganz konkret über Methoden, das zu tun. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sie war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger mit ihrem ersten Sohn, mit Archie. Megan ist eine zentrale Rolle, spielt eine zentrale Rolle in dieser ganzen Geschichte. Denn Harry hat auch gesagt, dass eigentlich erst mit dem Kennenlernen von Megan er auf einmal Angst hatte, diese Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte, zu verlieren. Und diese Angst hat ihn eigentlich erst realisieren lassen, dass er was ändern muss. Dass es so, wie er sein Leben führt, bis dato nicht weitergehen kann. Und deswegen hat sie ihm natürlich die Augen geöffnet. Also diese Liebe zu ihr und diese Angst, sie zu verlieren, hat ihn dazu bewegt, sich Hilfe zu holen und Dinge zu verändern. Was natürlich auf der einen Seite was sehr Schönes ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch dieses große Trauma, was Harry nie bewältigt hat, was nochmal wieder richtig zugeschlagen hat in dem Moment. Weil er sagt selber, er hat seinem Sohn in die Augen geguckt und hat immer wieder gedacht, oh Gott, ich möchte nicht, dass meinem Kind das Gleiche widerfährt wie mir und ich möchte auch nicht, dass meiner Frau das Gleiche widerfährt wie meiner Mutter. Also diese Angst davor, dass Meghan so endet wie Diana, hat ihn am Ende auch weggetrieben von seinem Leben, was er vorher geführt hat, weg aus England und hin nach Amerika. Und das Traurige, Megan hat ja auch gesagt, dass sie ihr Leben nicht beendet hat. Nicht aus dem Grund, weil sie das nicht wollte. Nein, sie hat es für Harry nicht beendet, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass er die tragische Erfahrung, eine wichtige Frau in seinem Leben zu verlieren, noch einmal machen muss. Und doch muss ich sagen, es fällt mir auch sehr schwer zu verstehen, wie man das in der Weltöffentlichkeit alles breit treten kann. Da haben wir noch zwei Menschen, denen das, glaube ich, auch schwerfällt. Wir holen sie noch mal ins Gespräch dazu. Dicky Arbizer, der frühere Sprecher von Queen Elizabeth, ist uns zugeschaltet. Und auch Paul Burrell, der frühere Butler von Lady Di. Schön, dass Sie jetzt beide bei uns sind. Wie glauben Sie, Herr Arbizer, Sie haben das oft gesehen, diese Bilder aus der Royal Albert Hall, wir haben das jetzt gesehen, Meghan und Harry, und hinter der Fassade sieht es eigentlich so ganz anders aus. Hinter der Fassade sagte eine Frau ihrem Mann, ich möchte mir das Leben nehmen. Und dennoch muss sie im Glitzerkleid für die Kameras strahlen. Was glauben Sie, wie oft sehen wir eigentlich bei den Royals nur eine Fassade? Wie viel ist denn da echt? Nun, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, was ich jetzt sagen werde, aber das hört sich fast an wie ein Drehbuch aus Hollywood, das hier gerade sehr gut vorgeführt wird. Und zwar für die Medien auf einer riesengroßen Plattform, damit die ganze Welt zuschauen kann. Einer ihrer Studiogäste sagte ja, dass sie ihren Vater verloren hat, als sie sehr jung war. Und wissen Sie, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 3 war. 3 Jahre später ist mein Vater gestorben. Ich bin dann selbst ins Internat gebracht worden. Das waren damals in den 1940er Jahren. Und dann habe ich 6 Jahre im Internat verbracht und ich habe jeden Augenblick gehasst. Und damals gab es keine Therapie. Es gab auch niemanden, mit dem man hätte sprechen können. Und wie Prinz Philip das berühmterweise gesagt hat, er hat gesagt, man macht einfach weiter. Und ich musste einfach weitermachen. Ja, die Menschen gehen unterschiedlich mit diesen Situationen. Und Paul hat ja schon gesagt, dass Harry da einen Fehler macht, wenn er das alles öffentlich ausbreitet. Das ist eine 1-zu-1-Situation mit deinem
seinem Therapeuten. Das sollte nicht von einem an 20 Millionen Menschen weiterverbreitet werden. Er sollte also versuchen, die Sachen ein wenig runterzukochen und mit seinen Problemen umzugehen. Ich glaube, er hat auch Probleme. Es war natürlich eine traumatische Erfahrung, nicht nur sein Elternteil zu verlieren, sondern das auch noch in so öffentlichen Umständen und dabei die ganze Welt als Zuschauer dabei zu haben. Und er ist dann sehr spät dazu gekommen, eine Therapie zu beginnen. Er hat das also sehr viele Jahre heruntergeschluckt. Der muss damit umgehen. Und natürlich scheint er damit Probleme zu haben. Aber ich würde sagen, er sollte das privat bearbeiten und nicht vor den Augen der ganzen Welt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Bevölkerung in Großbritannien sich wohl auch dessen bewusst ist, dass die Dinge jetzt langsam zu weit gehen. Wissen Sie, einer Ihrer Korrespondenten hat jetzt auch gesagt, dass das vielleicht das Ende der königlichen Familie bedeuten könnte. Das glaube ich nicht. Die königliche Familie ist durch jede Menge von Krisen durchgegangen und die Menschen, wenigstens in diesem Land, also in Großbritannien, werden die königliche Familie auch weiter stützen. Aber wie gesagt, Harry, bitte, nimm ihre Hand von Meghan, liebe sie, kümmere dich um deine Kinder und kümmere dich um deine Probleme, aber im Privaten. Bitte die schmutzige Wäsche nicht öffentlich waschen, keiner möchte das hören. Ich glaube, Mr. Arbiter, da sind Sie sich mit Herrn Burrell sehr einig, dass Harry das Ganze im Privaten halten sollte. Herr Burrell, Sie kennen Harry auch persönlich. Was glauben Sie, wird er jetzt in Amerika dort mit Meghan, nach all dem, was jetzt auch in den vergangenen Tagen passiert ist, mit neuen Erkenntnissen auch zum Tod seiner Mutter, wird er jetzt endlich sein Glück und auch seine Ruhe finden können? Nun, ich kann einfach nur allem zustimmen, was Dickie jetzt gerade gesagt hat, und zwar voll und ganz. Wisst ihr, wenn man ein Teil dieses Systems ist, dann muss man auch wissen, wie die königliche Familie funktioniert. Haben Sie vielleicht schon mal sich gefragt, weshalb dieser Videoausschnitt von Oprah gerade heute veröffentlicht worden ist, wenn die ganze Welt über Diana spricht und die Untersuchung des Interviews von Martin Bashir? Das ist für mich schon ein merkwürdiger Zufall, dass das alles gleichzeitig passiert. Harry sollte das, wie gesagt, im Privaten bearbeiten. Er wird das überleben und auch die königliche Familie wird dies überleben. Wie Dicke das gesagt hat, 1000 Jahre Königshaus werden hier nicht in einem Wimpernschlag vernichtet werden. Und wissen Sie, mit Blick auf die Prinzessin muss ich sagen, dass sie auch Probleme hatte. Sie war bulimisch, sie hat sich manchmal auch selbst verletzt. Ja, natürlich, das hat sie getan. Aber sie hat sich medizinischen Rat gesucht. Sie hat mit Profis gearbeitet, die ihr haben helfen können. Warum hat Meghan das nie getan? Warum hat Meghan nie ihren Ehemann darum gebeten, jemanden für sie zu finden, der sich mit diesem Problem auseinandersetzen könnte? Ein Profi, der genau hätte wissen können, wie man damit umgeht. Wissen Sie, wie gesagt, gibt es für jede Geschichte zwei Seiten. Und ich glaube auch, dass das hier sehr, sehr bewusst für die gesamte Welt orchestriert worden ist, damit ihr Markenwert in den Vereinigten Staaten einfach gestärkt wird. Natürlich fühle ich mit Harry. Ich habe gesehen, wie damals dem 12-jährigen Jungen das Herz gebrochen ist, als er hinter dem Sarg seiner Mutter herlaufen musste. Ich bin kein hartherziger Mann. Ich bin wirklich voller Mitgefühl für ihn. Aber ich würde ihm gerne sagen, Harry, komm zu Bewusstsein und wie gesagt, nimm Meghan bei der Hand, zeig deiner Familie all die Liebe, die du hast und tu das, was du gesagt hast, dass du tun möchtest, nämlich sie schützen und ihnen ein privates Leben zu erlauben außerhalb der Medienlandschaft. Genau darum ging es. Aber im Augenblick bist du im Zentrum dieses Mediensturms und das hast du selbst so gemacht. Also zwei Männer, die die Royal Family persönlich kennen und sich in einem ganz einig sind. Prinz Harry sollte, wenn möglich, ab jetzt seine Probleme im Privaten versuchen zu lösen. Herzlichen Dank, Dickie Arbiter, der frühere Sprecher der Queen, und auch Ihnen, Paul Burrell, der frühere Butler von Lady Di. Dennoch muss ich Sie beide enttäuschen. Heute nämlich ist genau das Gegenteil passiert. Vor einer Stunde etwa hat Prinz Harry noch einmal ein Interview gegeben im US-Fernsehen mit Oprah Winfrey zusammen. Und genau da schauen wir jetzt noch mal rein. Das Beste, was wir alle gemeinsam machen können, ist, weiter darüber zu sprechen. Viele Menschen auf der Welt haben diese Probleme. Ja, aber Oprah, es gibt doch viele Menschen, die das Gefühl haben, dass man sich nicht aus der Komfortzone herausbewegen sollte. Warum ist es aber nun wichtig, dass es ein solches Forum, wenn es das gibt, auch dass es genutzt wird und dass man seine Geschichte mit anderen teilt? Nun, einer der Punkte, die Prinz Harry und ich erreichen wollten, besteht darin, dass Menschen
Menschen verstehen lernen, dass geistige Gesundheit letztlich ein Spektrum darstellt. Und wir befinden uns alle irgendwo auf diesem Spektrum. Ganz speziell in den Vereinigten Staaten sagen 20% der Bevölkerung, dass sie schon mit geistiger Gesundheit zu kämpfen hatten. Das heißt, jeder und jede hier kennt jemanden oder hat selber schon psychische Probleme gehabt. Und eine der Lektionen, die ich gelernt habe nach 25 Jahren von Geschichten unterschiedlichster Menschen, ist, dass alle gehört werden möchten und wissen wollen, dass es auch zählt, was sie zu sagen haben. Und sie sprechen auch über ihren kreativen Prozess. Nun, Harry war bei jedem Meeting, er war meistens schon vor mir auf Zoom, hat seine Notizen eingereicht, bevor ich das machte, und ich habe gesagt, ach Mensch, Harry war schon wieder schneller als ich. Ich wusste nicht, dass es ein Wettbewerb ist, aber dann bin ich jetzt umso froher, dass ich es immer vor dir geschafft habe. Jedes Mal warst du früher dran mit deinen Notizen. Prinz Harry war schon lange ein Fürsprecher für Ziele und Zwecke der geistigen Gesundheit und hat jetzt viel über seine eigene Vergangenheit berichtet, einschließlich des Todes seiner Mutter. Sie waren damals 12 Jahre alt. Sie konnten das gar nicht verarbeiten und andere, die ihre Mutter nicht einmal kannten, die konnten ihre Trauer offen ausleben und wegen ihrer Position konnten sie das nicht. Ja, es gab so viele Menschen, jeden Alters und gibt es nach wie vor, die auch Heilung brauchen und die aber aus verschiedensten Gründen vielleicht noch nicht heilen konnten oder nicht wissen, dass sie diese Heilung brauchen. Wenn man an der Trauer festhält, dann wird sie später im Leben auftauchen und sich manifestieren. Das habe ich in diesem Prozess gelernt. Das Trauma, einen Elternteil zu verlieren, das ist etwas, was auch Zach Williams kennt, der Sohn des verstorbenen Komödianten. Robin Williams. Ja, und die Parallelen zwischen Zach und mir und dem, was ihm passiert ist und mir passiert ist, waren wirklich auffällig. Es ist wirklich, ja, ganz bemerkenswert ähnlich. Und wir haben ein Gespräch später noch gehabt und er hat gesagt, dass indem er anderen helfen konnte, er selbst heilen konnte. Und ich glaube, das war für Oprah und mich und Zach auch ein Schlüsselmoment. Und es stimmt schon, Oprah, in ihrer Karriere war das genauso. In meiner Karriere war das dann auch so. Ich habe bei den Invictus Games versucht, anderen Menschen beim Heilen zu helfen. Das ist ein Teil des Prozesses und es gibt eben dieses Gefühl des Mitgefühls, dass man versucht, andere zu verstehen und ihnen dann auch beim Heilen zu helfen. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig. Ich glaube, dass viele Menschen Trauer erlebt haben, gerade im vergangenen Jahr. Viele haben ihre Eltern verloren, manche sogar beide wegen Covid, haben Verwandte verloren, Freunde verloren und konnten das nicht richtig betrauern. Jetzt also zu hören, wie jemand wie Harry darüber spricht oder auch andere Leute zu hören, wie sie darüber sprechen, dass sie unfähig waren, in dem Augenblick, in dem es darauf ankam, auch zu trauern, das kann, glaube ich, diesen Menschen jetzt auch helfen, sich selbst so zu sehen. Prinz Harry, können Sie vielleicht ein wenig mehr darüber sprechen, welche Auswirkungen die Pandemie hat? Nun, global haben wir jetzt alle eine geteilte Erfahrung. Wir haben alle etwas Ähnliches erlebt, natürlich mit unterschiedlichen Aspekten an unterschiedlichen Orten der Welt. Aber wir haben alle etwas gefühlt, was wir wahrscheinlich vorher nie gefühlt haben. Und das bedeutet für mich, dass wir jetzt auch über Dinge sprechen sollten, über die wir noch nie gesprochen haben. Also Prinz Harry und Oprah Winfrey, die rühren kräftig die Werbetrommel für ihre gemeinsame Doku The Me You Can't See. Und zugeschaltet ist jetzt jemand, der nicht nur Prinz Harry und die Queen, sondern auch Prinz Philipp persönlich kannte, unser Bildautor Alexander von Schönburg. Denn ihn wollen wir einmal fragen, wie seine Einschätzung zu dieser hochkomplizierten Lage ja ist. Ich fasse noch einmal zusammen, was am Abend oder seit der Nacht alles passiert ist. Alexander, du kennst die Stichworte, das Skandalinterview um Diana, die Doku von Prinz Harry, die Aussagen der beiden Prinzen. Man kann wirklich sagen, jetzt ballt sich gerade eine dunkle Wolke über dem britischen Königshaus zusammen. Und die große Frage steht im Raum, Alexander, kommen die da irgendwie heil wieder raus? Kann man das durch eine stiff upper lip, ein bisschen elegantes Schweigen überhaupt noch lösen? Also, hallo Patricia, ich glaube, also mir fällt es zumindest schwer, so mitten im Sturm jetzt schon eine Aussage darüber zu treffen, was sein wird, wenn sich der Sturm gelegt hat. Ich finde, wir sind jetzt wirklich mitten in dem im Auge des Orkans und es ist sehr schwer absehbar, in welche Richtung sich das entwickelt. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Charles ist beschädigt, ja, aber ich erinnere mich an den Satz eines berühmten Astronauten, es gibt keine Situation im Leben, die so schlimm ist, dass sie nicht durch eigenes Zutun nicht noch schlimmer oder besser werden könnte. Und ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn Charles oder William jetzt auf Harry zugehen,
auf eine gewisse Art und ihm das Gefühl geben, statt ihn zu schimpfen und sagen, was machst du da, also so ein bisschen in den Ton zu sprechen, wie Dicky Arbeiter das verständlicherweise macht und so, sondern versuchen sozusagen die amerikanische Version, ihm zu versuchen, okay, wissen, I hear you, wir hören, was du sagst und Mitgefühl zeigen. Könnte so ein Schmerz sich auch in einer gewissen Heilung enden. Das kann alles noch in einem riesen Happy End enden. Oder es kann sehr viel schlimmer werden, beides. Sehr schwer, das jetzt zu beurteilen noch. Kann also in beide Richtungen noch ausstrahlen. Hättest du denn von Prinz Harry jemals erwartet? Ich erinnere mich, wie wir hier im Studio über das Oprah Winfrey-Interview gesprochen haben. Da dachte mir, offener und noch intimer kann ein Royal eigentlich gar nicht sprechen. Hättest du erwartet, dass er jetzt noch einmal so offen über seine Ängste, seine Sorgen spricht? Hättest du das gedacht? Und vor allem, glaubst du, das war's jetzt? Oder kommt da noch mehr von Meghan und Harry? Also, ich habe bis kurz vor Beginn dieser Sendung fast die Hälfte durch dieser Apple Plus Show. Und ich muss sagen, meine erste Reaktion erstmal ist Mitgefühl. Ich habe tiefes Mitgefühl mit Harry, und was er dort erzählt, klingt erstmal authentisch. Und dass er, wie du, Patricia, das vorhin auch schon gesagt hast, ich fand übrigens auch die Passagen mit Lady Gaga wahnsinnig beeindruckend, wenn sie darüber spricht, wie sie vergewaltigt worden ist und wie sie Jahre noch später, selbst bei der Oscar-Verleihung, dann plötzlich so posttraumatische Schübe hatte. Ich fand das sehr beeindruckend, und dass die zentrale Absicht dieser Doku, die jetzt auf der ganzen Welt gesehen wird, ein Milliardenpublikum sehen wird, die zentrale Absicht dieser Doku, Depressionen und psychische Probleme zu enttabuisieren, dass dieses Ziel wird diese Doku erreichen. Und viele Leute, die es vielleicht als Tabu empfunden haben, über Verletzungen und so weiter zu sprechen, werden jetzt Mut fassen, weil sie sagen, wenn selbst eine Lady Gaga, die während der Oscar-Verleihung ein Depressionsschub bekommt oder wenn selbst Prinz Harry und Meghan, die diese Strahlen sehen, wenn wir wissen, dass die es nicht so leicht haben, dann wird das für viele ein Anlass sein, vielleicht sich auch um ihre geistige Gesundheit zu kümmern. Das ist erstmal ein Verdienst von den beiden. Und was ich so das Zweite, also neben diesem Mitgefühl, was mir im Grunde meine erste Reaktion war, wenn ich unsere Sendung jetzt sehe und auch die Interviews mit Dicky Arbiter und Paul Burrell, was wir hier vor uns sehen, ist absolut ein Kulturclash. Und dieser Kulturclash, auf der einen Seite klassische englische stiff upper lip, also wie Dicky das sagt, man macht einfach weiter. Ich hatte auch eine scheiß Kindheit, und man kneift einfach die Arschbacken zusammen und macht einfach weiter. Das ist sozusagen die altmodische Schule, Stiff Upper Lip. Prinz Philipp stand auch so sehr für diese Schule. Und dann gibt es sozusagen die andere Art. Das ist der Seelenstrip, also Stiff Upper Lip gegen Seelenstrip. Reimt sich sogar. Aber diese beiden Welten knallen jetzt aufeinander. Und wie ich anfangs schon sagte, es kann jetzt sehr gut sein, dass William zum Beispiel eine ähnliche Reaktion hat, wie ich, wenn er diese Doku sieht. Natürlich wird er sich ärgern über unglaubliche Intimitäten, die dort preisgegeben werden. Aber wenn er im zweiten Moment auch ein bisschen, oder wie man das im Stuhlkreis Deutsch sagt, ein Stück weit Mitgefühl zeigt, dann wird er es vielleicht übers Herz bringen, ihn anzurufen und ihn gewissermaßen in den Arm zu nehmen. Und das könnte sehr viel verändern. Das Pendel, also Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, könnte in beide Richtungen ausschlagen. Das Königshaus könnte sich dadurch wieder vereinen. Es könnte aber auch sein, dass das zum endgültigen Bruch führt zwischen Harry und seiner alten Heimat, der royalen Familie. Ja, bei mir im Studio abschließend, lasst uns einmal über diesen Tag sprechen, was alles los gewesen ist. Es ist, einiges hat sich getan bei den Royals, die Palastmauern wackeln. Janina, was glaubst du, wage einmal einen Ausblick. Kann die Monarchie das so einfach verdauen, oder werden wir hier bald wieder beisammenstehen und über das sprechen, was die Queen jetzt sagt oder Meghan oder Harry oder William? Die Monarchie wird das nicht so einfach verdauen. Dafür ist der Bruch viel zu groß. Und ich denke, man kann sagen, dass diese ganze Familie momentan einfach nur in Scherben liegt. Zwei Dinge, die
Paul Burrell gesagt hat, die Dicke Arbeiter gesagt hat, die Alexander jetzt auch angesprochen hat, sind mir aber noch einmal wichtig. Harry hat sich ja nie ausgesucht, dass er Prinz ist. Er ist in diese Rolle hineingeboren und er sagt auch in der Dokumentation, ich wollte eigentlich am liebsten immer Harry sein. Ich wollte kein Royal sein. Und deswegen ist es natürlich irgendwie auch verständlich, dass Menschen aus diesem Leben flüchten möchten. Das Bigotte an der ganzen Geschichte ist schon, dass er sagt, er möchte seine Familie schützen und er möchte nicht, dass seine Frau so endet wie Diana. Er aber mit all dem, was er gerade tut, zum noch viel größeren Star wird. Jetzt jeder in Amerika, der vorher vielleicht keine Ahnung vom Königshaus hatte oder nicht wusste, wer Prinz Harry ist, wie kennt Meghan, die musste ihn ja googeln vorher. Ja, jeder kennt ihn jetzt. Das heißt, er ist ein noch größerer Star geworden. Und damit geht doch auch eine noch größere Gefahr einher, dass die Presse diese Familie verfolgt. Und das ist doch genau das, was er nicht wollte. Also eigentlich ist das Risiko durch all das, was er jetzt gerade macht, doch eher gestiegen. Und das finde ich sehr, das sind zwei Seiten von einer Medaille, die für mich nicht zusammenpassen. Und ich finde es aber trotzdem legitim, dass wir uns die Frage stellen müssen, kann Charles eigentlich König? Denn bei allem, was hier heute rausgekommen ist und auch das, was William in den letzten Tagen immer durchgestochen hat, dass er auch seine Probleme hatte mit seinem Vater, die aber im Privaten spricht, zeigt doch eigentlich, dass das ein Mann ist, der nicht besonders gut und gerne mit großen Problemen umgeht. Er wirkt fast für mich schon irgendwie konfliktscheu. Und er wird irgendwann König sein. Und deswegen finde ich es legitim, die Frage zu stellen, ist er denn eigentlich der Richtige für den Posten eines Königs, der nun einmal in Großbritannien eine zentrale Schlüsselfigur ist? Und der kleine Rat, ich würde auch sagen, Charles, ruf deinen Sohn an. Ja, die beiden sollten mal wieder telefonieren, Lena. Oder du hast auch das Gefühl, dass das jetzt wirklich zu einem Bruch führen könnte, dass man vielleicht auch überlegen müsste, wie geht es jetzt weiter in der Monarchie, wie geht es weiter? Dort wackeln die Palastmauern ohne Ende und die Ereignisse überschlagen sich. Der Bruch ist ja schon da und Paul Burrell hat das sehr schön gesagt. Er fragt, wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wenn es nicht mehr geht und wann der große Knall kommt? Eigentlich ist er doch schon da. Man hat ja nach dem Oprah-Interview schon nicht mehr gedacht, da kommt noch eine Steigerung, aber sie kam gestern Nacht und brach über uns alle hinein. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Harry her. Ja, der diese Familie in nie dagewesener Weise als hochdysfunktional, manipulativ und unfähig Liebe zu zeigen darstellt. Und damit hat er, glaube ich, seinem Bruder und Charles das schwerste Erbe hinterlassen, das es gibt. Weil wir wissen, die Queen, das ist übrigens auch noch ein Punkt, dass er die Großmutter jetzt nach dem Tod von Prinz Philipp mit diesen Dingen konfrontiert. Die arme alte Frau. Ja, wenn die nicht mehr ist, die Umfragewerte für Charles sind katastrophal schlecht. William hat übrigens bessere. Also der hat mit diesem Interview wirklich den schlimmsten Dienst getan, den man tun kann. Weil das muss man sich wirklich fragen. Kann Charles Monarch König, ja, nach diesen Anschuldigungen? Und deshalb ist das Interview heute und das, was gestern Nacht passiert ist, total brisant. Ja, unser Kollege Alex hat recht, wir sind mitten im Auge des Orkans. Man weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Aber, und das müssen wir auch nochmal sagen, Harry benutzt seine traumatischen Erfahrungen, das Schicksal seiner Mutter, um eben damit auch Geld zu verdienen. Kann man gut finden, muss man nicht, ja. Aber dazu gehört auch als Logik, er wird nicht aufhören zu erzählen. Es wird weitergehen. Also, und wir werden natürlich, wenn es jetzt weitergehen soll, und wieder hier zusammenstehen und darüber diskutieren. Wir befinden uns hier mitten im Auge des Orkans. Und wenn Sie einen Überblick gewinnen wollen, was alles gerade los ist im britischen Königshaus, um diesen Überblick zu kriegen, das ist gar nicht so einfach, dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf bild.de. Da fassen wir alles auch noch mal zusammen, genauso wie morgen in der Zeitung. Schauen Sie rein und danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Thank you.